Hallo Franz, schön dich hier im Videointerview zu haben. Ja, hallo Sandro. Okay, ich weiß ja mittlerweile, worum es geht. Du möchtest natürlich meine Geschichte, die auf Genau, Fakten beruht, das wäre toll. Ich habe hören. nämlich auf Facebook so mal mitgekriegt, was dir und deinen Kindern passiert ist. Vielleicht erzählst du uns am Anfang, wie viele Kinder du hast und dann Ja. eure Geschichte vielleicht auch so in Jahreszahlen, damit wir so einordnen können, auch wie alt deine Kinder sind. Leg los. Okay, also angefangen hat die ganze Geschichte Mitte 2006 mit einer Trennung und den üblichen Folgen halt. Das deutsche Gericht in Jülich, eine Frau Richter Brauchmann-Becker, hat mir auf Antrag damals meines Anwaltes im Rahmen der einstweiligen Anordnung alle meine vier Kinder zugesprochen, mir, dem Vater. Meine Ex-Frau wurde aus der Wohnung, aus der ehelichen Wohnung, auf richterliche Anordnung verwiesen. Das Ganze lief ziemlich, ja, würde ich erstmal sagen, gut ab. Mein Anwalt hat die Richterin aufgeklärt, hat ein paar Dokumente und Beweise vorgelegt. Daraufhin war dann 3 Tage später eine Gerichtsverhandlung. Meine Kinder sollten mitkommen, die bei mir waren. Die habe ich auch mitgebracht. Die Richterin hat die im Hinterraum angehört, mit im Beisein einer Psychologin und einer Polizeipsychologin, mit Video und Audio, wie das in Deutschland halt so üblich ist. Und nach 5 Minuten kam die Dame raus und meinte nur ziemlich bosartig: "Ich habe mein Urteil gefällt. Alle Kinder zum Vater." Was meine Kinder jetzt da genau erzählt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was im Gerichtsbeschluss steht. Das war aber nicht fein, was da alles drin stand. Und war auch ein guter Grund, mir die Kinder zu geben. Nach circa 6 Wochen, so lange hatte ich die Kinder bei mir in der Obhut, auf richterlichen Beschluss halt, kam das deutsche Jugendamt, und zwar das Kreisjugendamt Düren, eine Frau Ernst, mit, wie viel waren es? Ich glaube, 6 Jugendamtspersonen und 12 Polizisten, ohne Gerichtsbeschluss, und meinte nur Kindeswohlgefährdung und wollten die Kinder mitnehmen. Die zwei Großen, mein Sohn, meine älteste Tochter, ich habe 4 Kinder, haben sich daraufhin im Bad verbarrikadiert, Tür abgeschlossen und. Und die zwei kleinen Kinder, wie du weißt, Sandro, hast du wahrscheinlich gelesen, diesen Bericht von dem Pfarrer aus Altenhofen, auf welche Art und Weise man die zwei kleinen Kinder entgegen dem Gerichtsbeschluss entführt hat vom Jugendamt. Die hatte ich dann circa 10 Jahre nicht mehr gesehen. Nicht gesprochen, nicht gesehen. Man hat mir im Nachhinein durch eine sogenannte Amtsärztin vom Jugendamt, die mich nie gesehen hat und nie gesprochen hat, hat sie dann angeblich festgestellt, ich würde an einer paranoiden Psychose leiden. Ich hatte mich mit den, man wollte mich dann auch inhaftieren. Man hat also einen Haftbefehl erlassen. Man wollte auch die zwei großen Kinder haben. Da mein Sohn und meine Tochter aber Angst hatten, auch in Obhut genommen zu werden, rechtswidrig, habe ich mich mit denen abgesetzt und bin untergetaucht. Wo, wen möchte ich jetzt nicht erwähnen. Es gibt ja genug Möglichkeiten in Deutschland, ne? Und ja, wie gesagt, man hatte den Haftbefehl erlassen, man hat mich gesucht und so weiter. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Entschuldigung. Darf ich noch nachfragen, wie alt waren deine Kinder damals, 2006? Die kleinste war 4,5. Die nächste war, das war die etwas größere, die war 6, nee, 9. Ja, 9 ungefähr.
die nächste 11 und mein Sohn 13. Und die 6- und 9-jährigen Kinder, die wurden dann 6 Wochen, nachdem die Kinder dir zugesprochen wurden? Ja, die 4,5 und die, nicht die 6, sondern die 4,5 und die 11-jährige, nee, die 9-jährige. Die wurden dann nach den 6 Wochen auf brutalste Art und Weise, wie gesagt, du hast ja gelesen, denen wurden die Münder zugehalten, die wurden gegen das Treppengeländer gepresst. Heute weiß ich, dass man der ganz Kleinen, die damals 4,5 war, sogar den Arm gebrochen hatte. Das habe ich aber erst später erfahren. Also so brutal sind die vorgegangen. Das ganze Haus hat sich beschwert über das Vorgehen des Jugendamtes, über die Brutalität. Und vor allen Dingen, weil es ja auch gegen den Gerichtsbeschluss war. Und ich meine, auch das deutsche Jugendamt muss sich an einen geltenden Beschluss halten. Wie gesagt, ich war da mit den 2 Großen untergetaucht und das hat auch erst ganz gut funktioniert. Du wolltest also sowas sagen. Das heißt ja, die Kinder wurden dir gegeben. Das heißt, du hast das Aufenthaltsbestimmungsrecht gehabt oder das gesamte Sorgerecht? Ich hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen. Okay, und dann hat das Jugendamt, wollte alle 4 Kinder in Obhut nehmen, auf Basis dieser Amtsärztin, die dich nie gesehen hat, aber behauptet hat, du seist psychisch krank. Genau, und aufgrund dieses Berichtes von der Amtsärztin, wo ja auch der Haftbefehl erlassen wurde, bin ich ja untergetaucht, im Prinzip mit den 2 Großen und bin dann in Berlin, das steht auch bei Facebook, dieses Dokument, zu einem echten Psychiater gegangen, der dann wirklich 2 Stunden, natürlich auf meine privaten Kosten, ohne Krankenkasse oder so, mich untersucht hat und mit mir gesprochen hat, im Beisein meines Sohnes. Und wie du weißt, ganz klar dargestellt hat, dass es keinerlei Hinweis für diese Diagnose gibt. Und bei diesem Arzt war ich aber effektiv persönlich vorstellig. Okay, und das Jugendamt hat es dann, nachdem es deine 2 Jüngsten in Obhut genommen hat, ist es dann zum Gericht und hat sich das Sorgerecht für alle 4 übertragen lassen? Ja, genau, aufgrund dieser Aussage, beziehungsweise von dieser Amtsärztin, wie gesagt, die mich nie gesehen hat, weil ich ja angeblich halt psychisch krank wäre und ich eine Gefahr darstellen würde. Wie kann sowas sein, dass eine Amtsärztin etwas attestiert, was zur Folge hat, dass Kindern ein Elternteil genommen wird und das Jugendamt mit der Polizei so auftritt, ohne dass sie dich jemals gesehen hat? Hat die auf Aktenlage entschieden? Wurde dir irgendwas erzählt? Ich denke ganz einfach mal, weil es steht nichts Genaues drin, soweit ich weiß, das noch im Kopf habe. Also ich gehe mir davon aus, dass die Frau Ernst vom Kreisjugendamt Düren diese Dame kannte gut. Und sind wir ganz ehrlich, die Frau Ernst war bekannt dafür oder ist bekannt dafür, dass sie gerne Kinder in Obhut nimmt. Auch wenn es keine Gründe gibt. Und ich habe mich ja dann damals auch, wie gesagt, beim Untertauchen, habe ich mich ja begutachten lassen vom Diplompädagogen und Erziehungswissenschaftler Horst Schmeil. Ich denke mal, der Name sagt dir auch etwas. Und der hat quasi alles zerfetzt, was man mir vorgeworfen hat, weil ich einfach mich wirklich um die Kinder gekümmert habe, auch während der Flucht. Natürlich war Schule nicht möglich. Daher habe ich, soweit mir das möglich war, die Kinder selber unterrichtet. Bin dann mit den Kindern wirklich zu weit entfernten Ärzten gefahren. Weil bis die Abrechnung von der Krankenkasse über die Krankenkassenkarte bei der Krankenkasse ist, beziehungsweise der Polizei vorliegt, bin ich da lange wieder weg mit den Kindern. Und habe mir das natürlich auch immer bestätigen lassen, weil man mir im Endeffekt auch vorgeworfen hat, ich würde mit den Kindern nicht zum Arzt gehen und so weiter. Ich habe in der Zeit, wo ich dann mit den 2 Kindern auf der Flucht war, mit den 2 Großen, wir sind schwimmen gegangen, wir sind in Parks gegangen, wir sind also alles, was man so macht mit Kindern, haben wir auch unternommen. War natürlich nicht einfach, wenn man auf der Fahndungsliste steht. Aber wie du weißt, ich habe in Deutschland sehr lang als Privatdetektiv gearbeitet, als Selbstständiger.
und habe dadurch natürlich ein bisschen Erfahrung, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeitet und weiß, wie man das umgehen kann. Wahnsinn. Das heißt, dir wurde das Sorgerecht für alle vier Kinder genommen. Deine zwei Ältesten wollten nicht ins Heim. Das heißt, ihr wart auf der Flucht. Ja, genau. Du musstest verhindern, dass die Polizei mitkriegt, wo ihr seid. Du konntest die Kinder nicht in die Schule schicken. Ja. Hast damit natürlich gleich noch gegen die Schulpflicht verstoßen. Und wie lange wart ihr denn auf der Flucht? Circa 9 Monate. Und es war nicht einfach, ja, bin ich ehrlich. Es hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet, meine kompletten Ersparnisse. Damals lebte meine Mutter noch, die hat sogar noch einen Kredit aufgenommen, weil das Ganze hin und her und dieses Versteckspiel mit der Justiz und der Polizei in Deutschland hat gut 1,5 Jahre gedauert. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich wirklich 150.000 Euro verbraucht. Weil man kann keine Gelder beantragen. Man muss die Kinder trotzdem vernünftig versorgen. Und wie gesagt, die wollen auch mal ein bisschen Freizeit haben. Dann muss man sich Schulmaterialien besorgen und so weiter. Das ist nicht leider nicht billig. Es ist nur leider traurig, dass das deutsche Jugendamt, wie gesagt, mit solchen Lügenmärchen aufwartet. Vor allen Dingen meine Ex-Frau, die wusste, dass ich früher beim Militär war. Ganz normal in Deutschland, halt Bundeswehr. Damals war das ja noch mit der Wehrpflicht. Dann sehr lange als Privatdetektiv gearbeitet habe und auch die Familie damit ernährt habe. Dementsprechend hatte ich einen Waffenschein. Das wurde mir natürlich auch vorgeworfen. Und du kannst vorstellen, wenn die hören, militärische Ausbildung, Waffenschein, dann heißt es direkt, man wäre ein Schwerverbrecher. Ja, dann musstest du ja damit rechnen, dass da gleich die GSG 9 um die Ecke steht, wenn die wissen, wo ihr seid. Ja, war auch im Prinzip so, weil einmal ist rausgekommen, als ich in mein Versteck gefahren bin mit den Kindern, hatten die wohl auch die Gegenpartei abgehört, also nicht die Gegenpartei, sondern da, wo ich hinfahre. Und man hat mich dann, weil ich hier bin, vorzeitig vorgewarnt, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt schon in diesem Versteck steht. Und zwar mit 12 Einsatzfahrzeugen der Polizei. Also man hat mich, ich meine, okay, ich war beim Militär, ich bin aber bestimmt nicht Rambo. Also offensichtlich, weiß ich nicht, es wurde eher das Jugendamt und auch die Polizei, sorge, wenn ich das jetzt so erwähne, dann liegt wohl die Paranoia bei denen wohl etwas näher. Weil ich habe auch nachher, nach langer, langer Zeit, weil es konnte nicht auf Dauer so weitergehen, dass man sich versteckt, habe ich versucht, erst über einen Anwalt und eine Anwältin mit der Richterin zu reden. Und weil ich bin ehrlich, ich habe mir Handys kommen lassen aus England, die man nicht zurückverfolgen konnte. Also die nicht geortet werden konnten. Darüber konnte mich die Polizei in Deutschland erreichen. Ich auch die Polizei. Aber man konnte nicht feststellen, wo ich bin. Du kennst das mit der Technik. Geht alles heutzutage. Dann hatte ich vereinbart, dass dieser Horst Schmeil, der Pfarrer aus Aldenhoven, der Evangelische, und mein Anwalt bei Gericht ist und versuchen, das auf rechtliche Art und Weise zu klären. Die Richterin hat hoch und heilig schriftlich versprochen, wenn ich mit den zwei Kindern aus dem Versteck komme, würde sie die Sache mit dem Jugendamt, wie die gearbeitet haben, mit dieser rechtswidrigen Obhutnahme, würde sie diese zur Rechenschaft ziehen. Da habe ich mich drauf eingelassen. Das hätte ich besser nicht getan, denn sie hat gelogen. Als ich die Kinder an den, ich habe dann vereinbart, weil ich nicht wollte, dass die Kinder zum Jugendamt gehen, die Kinder das ja auch nicht wollten, habe ich mit dem Pfarrer in Aldenhoven gesprochen, wie gesagt, evangelischer Pfarrer. Der hat den zwei großen Kindern Kirchenasyl gewährt. Kirchenasyl, denke ich mal, kennst du, hat auch Polizei und Jugendamt
keinen Einfluss drauf. Solange die Kinder bei denen am Grundstück sind, dürfen die nichts. Ja, dummerweise hatte der Pfarrer damals ein schwerbehindertes Pflegekind. Und er hat mir danach telefonisch mitgeteilt, dass ihm das leid tut. Er musste meine Kinder rausgeben, denn das Jugendamt hätte ihn erpresst. Wenn er meine Kinder nicht rausgibt, würde man ihm die Pflegegenehmigung für dieses schwerbehinderte Kind wegnehmen. Das war jetzt aber ein anderes Jugendamt als das Jugendamt. Das war auch diese Frau Ernst vom Kreis. Selbes Jugendamt. Ja. Und die Richterin, die war wer? Die Frau Brauchmann-Becker. Beim ersten Mal war sie sehr gut, hat sich ja die Kinder angehört, so wie ich das gehört. Beim zweiten Mal, ja, wollte sie offensichtlich nicht gegen das Jugendamt vorgehen. Und es war ein Amtsgericht, wo? Das war das Amtsgericht Jülich. Jülich, okay, in Nordrhein-Westfalen. Ja, und wir kennen ja alle den Fall Mollat, ja, wo es Jahre gedauert hat und sogar eine Justizministerin behauptet hat, alles in Ordnung, der Typ ist gemeingefährlich. Ja. Ja. Die musste dann ihren Hut nehmen. Und im Grunde, wenn ich es richtig sehe, hat man mit ihr dasselbe gemacht. Da geht eine vom Jugendamt zu einer Amtsärztin, die Amtsärztin behauptet irgendwas und auf Mollat-Art verlierst du deine Kinder. Ja, so kann man sehen. Vor allen Dingen, ich bin ja nachher dann nach Belgien. Mein ältester Sohn, weil der ist dann, die ältesten Kinder sind ja auch, das sage ich jetzt dazu, alle meine vier Kinder sind in drei verschiedene Kinderheime verfrachtet worden. Die zwei kleinsten nach Aachen, in Maria im Tann. Meine älteste Tochter und auch mein Sohn anfangs in Krefeld, in die Wohngruppe Krefeld. Wobei ich sagen musste, dass die noch ja akzeptabel sind. Nicht gut, aber akzeptabel. Und da der also mein Sohn, mein Ältester, sich ziemlich oft quergestellt hat und auch sehr oft weggelaufen ist aus diesen Heimen und immer wieder zu mir gekommen ist, hat man ihn dann nach Schloss Dilborn in Viersen gesteckt, was ja auch im Fernsehen war, wo auch mehrere Kinder dann von den Mitarbeitern dort misshandelt wurden, was ja mehrere Kinder ausgesagt haben, also nicht nur mein Sohn. Und das war ein langes Hin und Her. Ich hatte Haftbefehl, bin dann nach Belgien. Kurz drauf stand mein Sohn auch hier in Belgien. Ich bin aber alleine nach Belgien. Mein Sohn hat halt nur rausgefunden, weil wir auch Kontakt hatten, wo ich bin. Ist mir gefolgt. Dann hat man mir natürlich wieder Entführung unterstellt. Aber wenn ich ins Ausland gehe, ohne meine Kinder, weil ich ja kein Sorgerecht habe, und eins meiner Kinder kommt nach oder auch mehrere, stellt das keine Entführung dar. Jetzt ist es so, dann hatten die Deutschen nach dem HKÜ, das kennst du ja. Lass uns noch ganz kurz zurückgehen an den Punkt, und dann springen wir wieder hier an den Punkt, wo die Amtsrichterin in Jülich euch belogen hat. Und der Pfarrer musste dir mitteilen, er wurde erpresst mit dem pflegebedürftigen Sohn. Ja. Und was war dann? Ja, das hat ein langes Hin und Her. Ich war auf der Flucht, hatte keinen Kontakt, also inoffiziellen Kontakt zu meinen Kindern. Also die haben dann die Kinder beim Pfarrer abgeholt und haben sie dann rausgeholt und wie gesagt, die zwei kleinen Kinder waren ja schon in Maria im Tann in Aachen. Dann haben sie meinen Sohn und meine Tochter nach Krefeld, in die Wohngruppe Krefeld gesteckt. Wie gesagt, es war akzeptabel, aber mein Sohn ist immer wieder weggelaufen. Meine älteste Tochter wurde dort von einer Frau Dr. Hund, keine Psychologin, aber spielt keine Rolle, begutachtet. Da gibt es auch eine E-Mail, die, soweit ich glaube, die steht auch bei Facebook, dass meine Tochter, meine älteste Tochter, auf keinen Fall
zurück zur Kindesmutter kann und auch nicht möchte. Und dass sie in der Wohngruppe bleiben möchte, bis sie zum Vater kann. Man hat sie circa 2 Jahre, das weiß ich jetzt von meiner Tochter, weil sie, die älteste Tochter wohnt mittlerweile auch in Belgien. Sie hat mir dann erzählt, nach gut 2 Jahren hat man sie wirklich damit bedroht, erpresst. Entweder du gehst zu deiner Mutter oder du bleibst für ewig in dieser Wohngruppe. Also quasi bis du 18 bist. Das hatte meine Tochter mir dann berichtet. Wie gesagt, die wohnt mittlerweile auch hier in Belgien, ist verheiratet, hat mittlerweile ein Kind und das funktioniert. Wie gesagt, der Dennis war ja dann in dem Schloss Dilborn, wo er misshandelt wurde, ist immer wieder weggelaufen. Das Wichtigste, denke ich mal, das Beste war, sagen wir mal so, der ist dann innerhalb von 14 Tagen ist er 12-mal aus diesem Heim geflüchtet zu mir nach Belgien. Wie gesagt, man hat mir auch wieder Entführung unterstellt, was es ja nicht ist, bis dann die belgische Staatsanwaltschaft und das belgische Gericht, weil auch die Deutschen dann inzwischen nach dem HKÜ diesen Antrag gestellt haben auf Rückführung, ging das hier zu Gericht. Und das ist ja das, was ich meine, wo ich sage, da bin ich ein Präzedenzfall. Der belgische Richter, ich sage dir ehrlich, wie er heißt, guter Mann, wirklich sehr guter Mann, Jean-Marie Freres vom Familiengericht Eupen, der stellte dann im Gericht fest und schrieb das auch in den Beschluss, dass wenn er den Minderjährigen, also meinen Sohn mit Namen und so weiter, an das deutsche Jugendamt zurückführen müsse, sähe er aufgrund der Tatsache und der ganzen Fakten eine Gefahr auf Leib und Leben für dieses Kind. Und somit hat er die Rückführung, obwohl ich ja keinerlei Sorgerecht hatte, hat er die Rückführung hinfällig gemacht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich versuche das jetzt alles chronologisch ein bisschen, weil es ist alles schon lange her, wie du weißt, ein bisschen hinzukriegen. Das ging dann hier auch zu Gericht. Meine Ex-Frau musste geladen werden aus Deutschland, weil sich der belgische Richter halt auch bezüglich des Sorgerechtes zuständig erklärt hat. Das geht. Mein Sohn hat sich geweigert, zu Gericht zu gehen, weil er war mit meinem Einverständnis hier im Zentrum Mosaik. Jetzt muss ich dazu sagen, hier in Belgien gibt es in dem Sinne keine Kinderheime. Es gibt hier Kinderhäuser. Das ist aber eher, selbst für ganz kleine Kinder, ist es eher ein betreutes Wohnen. In sowas hat man, weil ich habe zu dem Zeitpunkt im Auto gelebt, kann man einem 13-Jährigen nicht zumuten. Er muss zur Schule, er muss ein Bett haben, er muss Essen haben. Der Richter hat ihn also dahin gegeben mit meinem Einverständnis. War auch sehr schön, da sagte mein Sohn mir. Dann kam halt auch kurz danach diese Verhandlung hier bei Gericht. Mein Sohn weigerte sich, zu Gericht zu gehen aus Angst vor seiner Mutter. So, der Richter, wie gesagt, hier in Belgien läuft es alles etwas anders und unbürokratischer und unkomplizierter, fuhr dann dorthin zu diesem Kinderhaus und hat nach seiner Aussage über 2 Stunden mit meinem Sohn gesprochen, im Beisein der dortigen Erzieher. Musste dann feststellen oder hat dann erachtete, sagen wir so, die Aussage meines Sohnes als wahrheitsgetreu. Und da mein Sohn eine solche Angst vor seiner Mutter und vor dessen neuen Freund hatte, wurde meinem Sohn im Gerichtssaal 4 Polizisten an die Seite gestellt zum Schutz vor seiner Mutter. Ich weiß nicht, was mein Sohn alles da gesagt hat. Hat er mir bis heute nicht erzählt.
Aber ich denke mal, wenn der belgische Richter einem 13-jährigen Jungen vier Polizisten, Entschuldigung, da kommen wir manchmal die Tränen hoch. Wenn ein Richter einen 13-jährigen Jungen vier Polizisten an die Seite stellt, weil er Angst hat vor seiner Mutter, dann muss doch da irgendwas sein. Und ähnlich war es auch mit der, wie gesagt, wie sie 16 war, hatte sie bereits angerufen, da lebte sie bei der Mutter. Zwangsmaßnahme vom Jugendamt. Wie gesagt, sie wollte nicht, sollte nicht, wie auch immer. Hatte mich angerufen hier in Belgien. Ich weiß nicht, wie sie an meine Nummer gekommen ist, aber ich habe damals bei Facebook auch schon ein Pseudonym gehabt. Aber meine Telefonnummer ist öffentlich. Zumindest ist eine meiner Nummern. Meine älteste Tochter hat diese Nummer genutzt, hat mich angerufen, als sie 16 war. Ich habe eine halbe Stunde mit ihr telefoniert. Dann hat sie sich nicht mehr gemeldet. 2 Jahre später, per Facebook, als sie dann 18 war, kam eine Freundschaftsanfrage von meiner ältesten Tochter. Ich habe natürlich erstmal gefragt, du weißt, wer ich bin und so weiter, ne? Ja, was war? Meine Ex-Frau hatte die Nase dran bekommen, dass meine älteste Tochter mit mir Kontakt aufgenommen hat, was sie laut Gerichtsbeschluss aus Deutschland eigentlich sowieso durfte. Das war aber mittlerweile ein Gerichtsbeschluss aus Mönchengladbach. Sie hat ihr das Handy weggenommen, sie hat ihr jegliche Möglichkeit zur Telekommunikation genommen, weil meine Tochter versucht hat, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wie gesagt, was sie laut Gerichtsbeschluss vom Man hat mir zwar das Sorgerecht nicht zurückgegeben vom Richter in Mönchengladbach, aber man hat mir eingeräumt, dass die Kinder sich bei mir melden dürfen. Auch mein Sohn, der schon dann die ganze Zeit bei mir in Belgien war, da gibt es einen Gerichtsbeschluss aus Mönchengladbach, dass er seine Geschwister sehen darf. Meine Ex-Frau hat das bis dato verweigert. Auch das Jugendamt in Mönchengladbach, die Frau Klingen und Mönchengladbach-Reit war das Jugendamt da zuständig. Obwohl es einen Gerichtsbeschluss kam, es wurde blockiert. Wie gesagt, da ging es schon gar nicht mehr um mich. Da ging es sich darum, dass mein Sohn, mein ältester Sohn, zu seinen leiblichen Geschwistern Kontakt haben darf. Der wurde, wie gesagt, bestätigt vom Gericht in Mönchengladbach, weil meine Ex-Frau mittlerweile umgezogen war. Waren die dann auf einmal zuständig. Wie gesagt, es ist nichts passiert, das Jugendamt hat es nicht interessiert. Es waren so viele Sachen. Ich weiß, das ist jetzt chronologisch nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Als mein Sohn in Schloss Dilbern weggelaufen ist, hat er mir erzählt, da war er mit 4 oder 5 Mann unterwegs, die alle da weggelaufen sind. Hat man sie dann irgendwo in Düsseldorf, hat man sie wohl aufgegabelt, die Polizei. Mein Sohn damals auch gerade mal 13, die anderen waren auch in dem Alter. Von einem Security-Team mit Handschellen, 13-Jährige, 12-Jährige, 14-Jährige, abgeführt. Also von Polizei und einem Security-Team. Wie kann man bitte 13, 12, 13, 14-Jährige in Handschellen legen? Also ich behaupte mal, dass das schwerste Misshandlungen sind. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Mhm. Und ich habe, ich weiß, mein Auftreten bei Gericht und manchmal auch im Internet ist ziemlich heftig. Habe ich kein Problem mit. Ich bin aber trotzdem die ganzen Jahre, die ich gekämpft habe, habe ich immer den Rechtsweg gewählt, welches meines Erachtens nach das Beste ist. Ich rede jetzt ganz, ganz offen. Ich hätte, denke ich mal, mehr als genug Gründe gehabt, mit dem Knüppel rüberzugehen nach Deutschland. Habe ich nie getan. Warum? Ganz einfach. Ich liebe meine Kinder, wollte meine Kinder wiedersehen. Wenn ich gewalttätig würde, hätte ich gar keine Chance, meine Kinder wiederzusehen. Und wie du weißt, mittlerweile, das war dann
lass mich nachdenken, 2013 ist die hier rübergekommen. Sie hat sich ja Kontakt aufgenommen. Ich bin dann da nach Mönchengladbach gefahren, habe wirklich 4 Stunden mit ihr in der Stadt den Kuchen gegessen gegangen, Kaffee getrunken und so weiter. Habe ihr sogar noch Geld da gelassen. Warum? Jetzt kommt der Hammer. Jessica, meine älteste Tochter, nicht ganz 18, die war 17,5, von meiner Ex-Frau auf die Straße gesetzt. Was hat das Jugendamt nichts Besseres zu tun? Eine nicht, noch nicht 18-Jährige in ein Obdachlosenasyl gesteckt. Ich weiß nicht, du schüttelst schon im Kopf, das sagt alles, weil das ist nicht normal. So, ich weiß, dass sich meine Tochter quasi in der Not an mich gewendet hat. Ich bin trotzdem hingefahren, habe ihr die Wahl gelassen. Ich weiß, du hast hier deine Freunde, Schule etc. Sag ich, wenn du hier bleiben möchtest, ist das okay. Dann unterstütze ich dich, soweit mir das möglich ist, finanziell. Und wir halten Kontakt. Sag ich, und du kannst mich auch jederzeit besuchen kommen. Entschuldigung. Hab ihr aber auch gleichzeitig gesagt, wenn du zu mir kommen möchtest, meine Türen stehen jederzeit offen für dich. Wir haben uns dann abends verabschiedet. Natürlich unter Tränen, wenn man sich so lange nicht sieht, weil sie hat dich auch 8 Jahre nicht gesehen. Und 2 Tage später kam dann per Facebook, Entschuldigung, Papa, kannst du mich holen? Ich möchte bei dir bleiben. Ich darüber geholt, ab dann hier, weil sie hatte keinerlei Dokumente. Meine Ex-Frau hat alles zurückgehalten. Sie hat einen abgelaufenen Ausweis aus Deutschland. Und jetzt sage ich dir, wie das hier abgelaufen ist. Ich bin ja hier zur Gemeinde, wollte sie anmelden, ging natürlich nicht. Auch wegen Geldern und weiterer Schule und was man und Krankenversicherung. Sie muss ja angemeldet sein. Man hatte mich aufgefordert, vom deutschen Gericht mich an meine Ex-Frau zu wenden und zu bitten, die Dokumente an mich zu übergeben. Meine Ex-Frau hat sich nicht gemeldet. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich an die Königliche Majestät der Belgier zu wenden, der das dann ganz unkompliziert geregelt hat. Nach 14 Tagen hatte ich sämtliche Dokumente, obwohl die Majestät nicht mal zuständig war eigentlich, aber er hat es geregelt. Und ich denke mal, du weißt auch, Königliche Majestät ist ja hier in Belgien Staatsoberhaupt. Höher geht's nicht. Dasselbe Spiel. Meine zweitälteste Tochter, 2016 war das dann mittlerweile, ja. Da rief meine älteste Tochter auf einmal an, ich weiß, am 1.1., schönes Datum, Papa, kannst du mal bitte rüberkommen zu uns? Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe es mir schon gedacht, das hat sie auch bestätigt. Du weißt, ich bin operiert worden, lauf an der Krücke, habe mir meine Krücke gepackt, bin die 1,5 Kilometer darüber marschiert. Wer steht da? Meine zweite Tochter. Die auch jetzt noch in Deutschland wohnt, weil sie eine Ausbildung macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Klar, wir sind uns in die Arme gefallen. Das ist ja die eine Tochter, die wirklich dann vom Jugendamt mit entführt wurde. Wir sind uns in die Arme gefallen, weil wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. Wir haben beide erstmal nur geheult. Und funktioniert auch. Sie war aber schon 18, als sie sich gemeldet hat. Da war also kein Problem. So. 3 Tage später, meine kleinste Tochter, mit 14, sie war 14, steht die auf einmal hier in Belgien. Es war so. Sonntags morgens klingelt es bei mir an der Tür. Eupener Polizei. Meinten dann, ich habe dann Tür aufgemacht und du weißt, ich bin ziemlich dreist geworden durch die ganze Situation.
Früher war ich nicht so. Meinten die, ja, Herr, wir suchen die. Kennen Sie die? Ich sage, ja, ist meine jüngste Tochter. Ja, die ist abgängig aus dem Kinderheim, wo sie untergebracht ist. Da kann ich mir gut vor, kann ich gut nachvollziehen. Wäre ich auch. Meinten die, wie gesagt, du weißt, ich bin dreist geworden. Dürfen wir mal in der Wohnung gucken? Ich sage, auch wenn Sie keinen Durchsuchungsbeschluss haben, ich bin heute gar nicht so, ich bin gut drauf, kommen Sie rein. Im Wohnzimmer mit dem einen Polizisten unterhalten, ich sage zu dem anderen, sag ich, es sind alle Türen offen, es ist nichts verschlossen, sag ich, ich erlaube Ihnen, sich überall umzugucken. Mit dem anderen Polizisten gesprochen halt, woher kennen Sie die Jacqueline? Ich sage, das ist meine Tochter, sag ich, meine leibliche Tochter. Ach ja, stimmt ja. Ne? Okay. Ja, ist die hier? Ich sage, nein. Wissen Sie, wo die ist? Ich sage, warum gucken Sie nicht mal im Keller beim Jugendamt? Sag ich, die lassen doch oft Kinder verschwinden. So dreist bin ich. So. Hin und her. Das hat circa eine halbe Stunde gedauert, bis sie da fertig waren, bis die Fragen gestellt hatten und so weiter. Sind in unvollendeter Dinge entgegangen. Daraufhin habe ich mir mein Handy genommen, meine älteste Tochter angerufen. Ich sage, hör mal, kann das sein, dass bei dir ist? Hier in Belgien. Woher weißt du das? Ich sage, war gerade die Polizei bei mir. Sag ich, also was ihr jetzt macht, ich weiß nicht, ob die zu euch kommen. Sag ich, rufe in einer halben Stunde nochmal an. Habe ich dann erstmal nicht gekümmert. Habe ich angerufen nach einer halben Stunde. Ja, hier war keiner. Ich sage, ist ja gut. Sag ich, dann frag bitte mal, ob sie mich kennenlernen möchte, weil die war ja bei der Trennung erst 4,5. Ja, sie möchte, die möchte dich kennenlernen. Sie fragt, ob du mal vorbeikommen kannst. Ich wieder dahin. Bin ich ihr auch, sie hatte ich ja auch, wie gesagt, 4,5 war sie bei der Trennung. Dann steht sie bei ihrer ältesten Schwester mit 14, also quasi als junge Frau. Ich habe sie wiedererkannt, das war nicht das Problem. Aber du kannst dir vorstellen, wie emotional die Begegnung war, nach 10 Jahren. Und jetzt kommt der Hammer. Jacqueline war ja auch untergebracht, wie gesagt, in Maria im Tann und danach bei der Mutter. Sie wusste nicht, bis kurz bevor sie zu ihrer Schwester gegangen ist, hier nach Belgien, bis kurz davor wusste sie nicht, wer ihr leiblicher Vater ist und wusste nicht einmal, dass sie einen leiblichen Bruder hat. Das ist ihr nie gesagt worden von der Mutter und auch nicht vom Jugendamt, obwohl ich darüber informiert bin, dass meine Ex-Frau bis dato, weil sie auch 2 neue Kinder hat, von anderen Männern, die mich nichts angehen, sie wird auch bis dato vom Jugendamt betreut. Wöchentlich. Das musst du mir erklären, eine Frau, die seit über 10 Jahren wöchentlich Besuch vom Jugendamt kriegt, da kann doch was nicht stimmen. Wenn alles in Ordnung wäre, würden die da nicht hingehen. Aber das ist zweitrangig. Wie gesagt, meine kleinste Tochter kam nach hier. Ich hatte ja, wie du weißt, inzwischen seit langem dann gemerkt, dass man Anwälten nicht trauen kann, beziehungsweise, dass die niemals gegen das Gericht oder das Jugendamt sprechen. Die Erfahrung habe ich leider nun mal gemacht. Hab quasi, ja, Jura auf dem Hobbyweg studiert, wie man so schön sagt. Mich die ganzen Jahre damit beschäftigt, und zwar ziemlich eingehend. Und hab dann, weil rüberkam, ich habe mit ihr gesprochen, ich sage, was möchtest du? Sie meinte dann zu mir, ich möchte bei dir bleiben, Papa. Ich sage, okay, sage ich, wir müssen leider erstmal die Polizei informieren, dass du bei mir bist. Sag ich, es kann sein, dass die dich zurückführen. Sag ich, ich darf dich nicht beeinflussen. Sag ich, hier hast du 50 Euro. Sag ich, wenn die dich zurückführen, was du machst, ist deine Sache.
Sag ich, das Einzige, was ich dir sage, meine Tür ist immer offen für dich. Sag ich, du bist meine Tochter, ich liebe dich. Du bist jederzeit willkommen. So, Polizei, Staatsanwaltschaft hier. Jacqueline zurückgeführt nach Deutschland. 3 Stunden später stand sie wieder bei mir. Antrag, dann habe ich persönlich einen Antrag gestellt, der lief wohl hier über die Staatsanwaltschaft, die damalige oder die jetzige Prokuratorin auch, das ist quasi leitende Oberstaatsanwältin, Prokurator, mit der hatte ich dann gesprochen, ich hatte die angerufen, ich sah, Frau Tildenkamp, sage ich, meine Tochter steht schon wieder hier, sage ich, die ist eben erst zurückgeführt worden. Ja, das machen wir nicht mit. Das war ja, er ist ja ähnlich wie beim, der ist ja so oft weggelaufen und immer zu ihnen gekommen. Da haben wir kein Interesse dran. Herr, regeln Sie das alleine. Dann hatte ich mit ihr gesprochen am Telefon. Sag ja, die weigern sich aber die Anträge anzunehmen. Kommen Sie damit vorbei, ich werde die per Amtswegen rübersenden im Rahmen des Rechtshilfeersuchen. 11 Seiten Antrag. 10 Seiten Beweismaterial, auch ein Schriftstück von zur Staatsanwältin gebracht hier. 3 Tage später hatte ich aus Deutschland Bescheid. Die wollten ein Gutachten machen über wollten, dass ich zu Gericht komme, obwohl ich einen Haftbefehl hatte in Deutschland. Ne? Und. Ich habe es dann innerhalb von 3 Monaten hingekriegt, dass ich das alleinige, komplette Sorgerecht für erhalten habe. Da war sie 14. Man hat also der Mutter alles weggenommen und jetzt kommt ja der Hammer. Das Gericht hat in dem Beschluss, das deutsche Gericht, das war dann eine Frau Hermanns aus Aachen, die war zuständig, eine Richterin, die hat klargestellt, dass meine Ex-Frau mir sämtliche Dokumente, Zeugnisse und was ist alles, was man alles braucht, von rausgibt an mich, damit ich sie hier anmelden kann, Kindergeld beantragen kann, in die Schule schicken kann und so weiter. Hat meine Ex-Frau verweigert. Daraufhin habe ich dann telefonisch mit der Richterin Frau Hermanns gesprochen in Aachen und sie hat mir einen Beschluss gegeben, einen vollstreckbaren Beschluss, schön in 5-fache Ausfertigung, wie das in Deutschland so üblich ist, dass ich einen Gerichtsvollzieher hinschicken kann. 3-mal war der Gerichtsvollzieher bei meiner Ex-Frau. Hat und Polizei, Schlüsseldienst, sogar Staatsanwaltschaft dabei. Auf Bitte der Richterin halt. Ne? Die Dokumente nicht gefunden. Jetzt hatte ich inzwischen im Gerichtsbeschluss alleiniges Sorgerecht. Hatte keinerlei Dokumente für das Kind. Die Mutter hat ihr auch verweigert, jegliche Sachen von ihr mitzugeben, also Bekleidung etc. Sie hatte nur das, was sie anhatte. Steht sie hier. Großes Problem. Ungeachtet der Gelder, Schule, Krankenkasse, Anmeldung. Die 3 wichtigsten Sachen. Gingen nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, habe ich wieder. Schön 1,5 Seiten mit ein paar Beweisen an die Königliche Majestät geschrieben, habe den Gerichtsbeschluss, habe auch den vollstreckbaren Beschluss, habe die Vollstreckungsbescheide vom Gerichtsvollzieher, dass er da war und nichts gefunden hat und so, ne? Alles dabei getan. Und dann ging es erst richtig los. Das war wirklich keine 10 Tage hat das gedauert. Da rief mich der belgische Minister für Soziales und Volksgesundheit an, per Telefon. Hatte ein paar Fragen, weil er den Auftrag von der Majestät erhalten hat, das zu regeln, sich darum zu kümmern. Hatte dann ein paar Fragen, wollte ein paar Dokumente haben, habe ich ihm per E-Mail zugesendet. Am nächsten Tag ruft mich die Gemeinde Eupen an. Wann können Sie kommen? Wir müssen Ihre Tochter anmelden auf Anordnung der Königlichen Majestät. Interessant. So, jetzt geht es aber weiter. Meine Tochter war ja zu dem Zeitpunkt oder ist immer noch deutsch. Staatsangehörigkeit deutsch. Ich habe mittlerweile die belgische Staatsangehörigkeit.
So, sie musste also auch die Papiere aus Deutschland haben. Ich habe erstmal gewartet, ein paar Tage später ging das Telefon wieder. Deutsche Telefonnummer, Festnetz, Gemeinde Basweiler. Sagte bestimmt auch was. Ja, Herr König, der Herr Außenminister, der Deutsche, hat uns darüber informiert, dass Sie Probleme haben und sich an die Königliche Majestät der Belgier gewendet haben. Wir sind aufgefordert worden, Ihnen sämtliche Dokumente Ihrer Tochter auszuhändigen und einen Ausweis auszustellen. Wann können Sie vorbeikommen? Es ist doch traurig, das sind doch Dokumente, was ich damit sagen will. Es sind Dokumente, die man benötigt, die dem Wohl des Kindes entsprechen, weil ohne die kann man das Kind nicht in die Schule schicken. Man kann es nicht anmelden, man kann es nicht krankenversichern etc. Es ist traurig, dass man sich dann bis ganz oben an solche Leute wie an die Königliche Majestät wenden muss. Das kann doch nicht sein. Bei meinem Sohn war es im Übrigen auch so, weil er ist ja weggelaufen aus Deutschland. Irgendwann habe ich das alleinige Sorgerecht erhalten. Meine Ex-Frau hat nie Dokumente rausgegeben. Meine Ex-Frau hat bestätigt, die wären beim Jugendamt. Das Jugendamt hat bestätigt, die wären beim Schloss Dilborn. Und das Schloss Dilborn hat gesagt, wir haben nichts. Interessant, ne? Also es waren Lügen, Lügen, Lügen und nochmal Lügen. Ich sag mal so, wenn die den Mund aufmachen, da drüben in Deutschland, sorry, beim Jugendamt oder bei der Justiz, bevor die was gesagt haben, haben schon gelogen. Weil es ist so weit gegangen, dass da waren Sachen, als man uns gesucht hatte, unter anderem war ich auch mal in Deutschland hier, als dieses Video entstand von ProSieben, wo wir damals waren, ich denke mal, das hast du gesehen, als das vorbei war, vor Ort, als die Kameraleute da waren, von ProSieben hatte sich die Polizei geweigert, mich festzunehmen. So, wie man da sieht, ist der Dennis ja weggelaufen. Die Polizei hat ihn ja nicht gefunden. Das Kamerateam und das Reporterteam von ProSieben, als sie weggefahren sind, sind die aber angehalten worden von der Polizei. Der Wagen ist durchsucht worden. Die könnten ja den Kofferraum haben. Ne? So viel dazu. Die haben die natürlich nicht gefunden. Die waren dann weg. Polizei war nachher auch weg. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Bin dann ziemlich zügig diese B55, die da war, gefahren. Auf einmal sehe ich oben auf der Brücke meinen Sohn stehen. Habe ich natürlich angehalten, ihn eingeladen und weg. Und wie gesagt, das war ein totales Hin und Her. Weil die Polizei hat uns halt verfolgt, die sind mir hinterhergefahren, mit Blaulicht teilweise, mit Zivilfahrzeugen. Blaulicht obendrauf hinterher. Nur da ich nichts zu verlieren hatte, haben mich die Verkehrsregeln auf Deutsch gesagt nicht mehr interessiert. Man hatte mir 15 Jahre Gefängnis angedroht und dass ich meine Kinder nie wiedersehen würde. Also hat man nichts zu verlieren, sehe ich mal so. Ich bin ihn dann abgezischt. Wie gesagt, im Endeffekt ist der Dennis dann da, weil wir zwischendurch in dem Versteck waren auch. Ne? Dann ist er hier in Belgien gelandet. Das war ein totales Chaos. Aber wie gesagt, das ist ein totales Hin und Her gewesen. Da sind Sachen vorgekommen und das ist kein Scherz jetzt, dass man den, als er da flüchtig war und man ihn mal kurz erspäht hatte, dass man ihn im Hubschrauber, Polizeihubschrauber, übers Feld gejagt hat. Solche Sachen sind da abgelaufen. Ist das denn bitte normal? Ich meine, der Junge, der ist 13 gewesen damals, ab 12 Jahren. Und jetzt bin ich mal ein riesengroßes Arschloch, Entschuldigung, und sag, es gibt sowas wie die Menschenrechte, europäische Gerichtsbeschlüsse vom Europäischen Gerichtshof etc. Ein Kind hat ab 12 Jahren mitzureden.
wenn die Deutschen Justiz und Jugendamt das nicht akzeptieren, dann stellt das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Was im Endeffekt laut Vereinten Nationen als terroristischer Akt gesehen wird. Somit ist das zumindest in meiner Sache und wahrscheinlich auch in vielen, vielen anderen Sachen, stellen die Handlungen der Polizei was und des deutschen Jugendamtes, was meinen Sohn angeht, beziehungsweise meine Kinder angeht, eine terroristische Aktion dar. Weil Terrorismus ist nicht nur Waffengewalt oder sonst was. Zumindest laut Entscheidung der Vereinten Nationen. Und ich denke mal oder behaupte mal, die wissen, was sie tun. Und du hast ja damals das, was diese Amtsärztin behauptet hat, konntest du ja durch den Psychiater in Berlin entkräften. Ja. Ich nehme an, das ist das, was du dann versucht hast am Amtsgericht Jülich, dass du das vorlegst über Anwalt und den Pfarrer. Und hat die Richterin da nicht irgendwie dann sich das angeschaut und gesagt, ja okay, dieses Attest von der Amtsärztin ist falsch. Wir müssen das alles... Es war so, man hatte mich dann dummerweise, weil ich es riskiert habe, nach Deutschland zu fahren, hatte man mich verhaftet. Auf jeden Fall war es so, ich hatte keine Anwälte. Ich habe mir aber dann aus taktischen Gründen, um auch besser an die Dokumente zu kommen, die hier in Belgien lagen, habe ich mir einen Anwalt zuteilen lassen, sodass meine Bekannten, mein Sohn etc. mir die Dokumente, also dahin, damit ich die ins Gefängnis bekam. Da ging es sich darum, um die 15 Jahre, weil ich angeblich meine Kinder entführt habe. Ich konnte alles widerlegen, habe alles entkräftet. Auch, wie du sagst, das mit diesem Beleg von dem Psychiater. Ist aber so, aus den 15 Jahren kam dann so raus 500 Euro Strafe. Laut der Richterin. Die Staatsanwaltschaft hatte zwischenzeitlich parallel, weil es war Mönchengladbach und Aachen waren interessanterweise beide irgendwie ja involviert. Und Aachen hat das Verfahren wegen Entziehung Minderjähriger, stand dann da drauf, gegen mich halt, ne, eingestellt. Und die Richterin hat sich das dann auch zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, im Endeffekt ist es so ausgegangen, dass ich 500 Euro Strafe zahlen sollte. Und zwar nicht, weil ich eventuell meine Kinder entzogen hätte. Nein, sondern weil ich angeblich den Richter beleidigt habe. Also die Einstellung des Haftantrags oder was immer das war, heißt ja eigentlich, dass es keine Gründe gegeben hätte, dir die Kinder wegzunehmen. Ja, genau. Und warum hat man dann nicht gesagt am Familiengericht, okay, jetzt bahnen wir die Rückführung an und die Kinder kommen wieder alle zum Vater? Gute Frage. Das war damals ein Herr Richter May aus Mönchengladbach, der war zuständig. Mein Sohn hat mir das erzählt. Der war damals im Schloss Dillborn, beziehungsweise auch in der Wohngruppe Krefeld, wie ich eben erklärt habe. Ich hatte den Antrag gestellt, dass zumindest noch zu mir kommt, weil er das immer wollte. Und auch, wie gesagt, wie alle anderen Kinder auch. Dann ging das da auch mal zu Gericht. Und der war, wie gesagt, 13 ungefähr. Der Richter hat den erpresst. Vor allen Leuten. Und der hat, also mein Sohn hat nachher nur noch gesagt, weil der Richter gesagt hat, du darfst nicht weglaufen und zu deinem Vater gehen. Dann werden wir deinen Vater bestrafen. Mein Sohn wusste, dass ich mir das eh nicht gefallen lasse und dass ich in Belgien bin, dass man mir nichts kann. Hat dem Richter nur gesagt, du hast mir ja nichts zu sagen. Ich gehe jetzt in die Kantine essen in Dillborn, pack meine Koffer und fahre zu meinem Vater. Der Rest geht dich gar nichts an. Der Witz an der Sache ist, das hat mein Sohn wirklich gesagt bei Gericht. Da steht auch so ein Beschluss drin. Ne? Er hat es aber auch gemacht. Der ist dann
Kantine essen, Sachen gepackt, 2 Stunden später stand er bei mir. Ich sage, mein Sohn wurde auch innerhalb von 14 Tagen 12-mal hier von der Staatsanwaltschaft, weil die Deutschen keine Ruhe gegeben haben, Staatsanwaltschaft, Jugendamt etc., Jugendhilfe, weil hier gibt es kein Jugendamt. Das muss ich schon mal klarstellen. In Belgien gibt es kein Jugendamt. Wir wissen alle, dass es weltweit nur in Deutschland ein Jugendamt gibt. Hier in Belgien gibt es Jugendhilfe, Jugendgerichtsdienst, die in etwa dieselben Aufgaben haben wie in Deutschland. Aber ein Jugendamt gibt es nicht. Und hier in Belgien würde sich nie ein Jugendhilfemitarbeiter oder Jugendgerichtsmitarbeiter wagen oder trauen, ein Kind entgegen dem eines Beschlusses vom Richter wegzuholen. Weil die würden wir jahrelang im Knast sitzen. So läuft das hier nun mal. Aber wie gesagt, da auch mehrfach weggelaufen, was ich eben erwähnt hatte. Irgendwann hatte die, das war damals ein anderer Staatsanwalt, das war ein Herr Lennartz, Rolf Lennartz, der war damals Prokurator. Er hat ihn halt auf rechtliche Grundlage innerhalb von 14 Tagen 12-mal zurückgeführt nach Deutschland. Dann hat er die Nase voll gehabt und hat nur gesagt, es hat keinen Zweck mehr. Ich ihn angerufen, ich sage, Herr Lennartz, sag ich, okay, sag ich, ich habe kein Sorgerecht, ich muss ihn zurückführen. Logisch. Sag ich, sonst mache ich mich strafbar. Sag ich, dann geben Sie mir bitte schriftlich, dass Sie sich weigern. Hat er schön aufgeschrieben. Es hat keinen Zweck, der Junge kommt sowieso zurück und und. Wir weigern uns, den Jungen zurückzubringen. Daraufhin habe ich dann das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn erhalten in Deutschland. Jetzt muss man sich mal geben, ein Staatsanwalt führt innerhalb von 14 Tagen 12-mal ein Kind gegen seinen Willen aus Belgien vom Vater zurück ins Heim und sagt dann nach dem 12. Mal, okay, ich gehe auf. Nach Deutschland, ne? Nach Deutschland, ins Heim. Genau. Anstatt sich zu fragen, warum geht das Kind zum Vater, warum ist es überhaupt im Heim, was ist hier eigentlich los, führt er quasi einfach nur seinen Befehl aus. Dazu muss ich jetzt, da muss ich den Staatsanwalt jetzt mal in Schutz nehmen, hier den Prokurator. Ich meine, du weißt, ich habe vor solchen Leuten... Das war der in Belgien, nicht der in Deutschland. Weil Fakt ist, ich denke, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wenn die Deutschen solche Anträge stellen, auf Rückführung oder auch einen europäischen Haftbefehl erlassen, ist die belgische Justiz, das gilt umgekehrt genauso, ist die belgische Justiz nicht berechtigt, die Sache zu prüfen, sondern sie müssen es ausführen. Das heißt, die Deutschen können mit Gott weiß welchen Lügen einen Haftbefehl erlassen oder fordern, ein Kind zurückzugeben. Da der Drittstaat, wo sich das Kind aufhält, nicht berechtigt ist, zu prüfen, ob das korrekt ist, müssen die erstmal. Und sobald die Deutschen das Kind oder auch denjenigen, wo sie einen Haftbefehl erlassen haben, in die Finger haben, weißt du, wie es abläuft. Ne? Dann haben die dich erstmal. Weil vor allen Dingen, warum, kann ich auch gleich sagen, ich weiß nicht, wie weit du jetzt juristisch komplett bewandert bist. Es ist ja nun mal Fakt, es gibt sowas wie eine Positivliste. Da stehen 36 Straftaten drauf, die einen deutschen Staatsanwalt berechtigen, einen europäischen oder internationalen Haftbefehl zu erlassen. Von Entziehung Minderjähriger steht da nichts. Das fängt an, Flugzeugentführung, Terrorismus, Waffenhandel, solche Sachen. Nur die ganz schweren Sachen stehen da drauf. Für was anderes kann der deutsche Staat oder die deutsche Staatsanwaltschaft eigentlich gar keinen europäischen Haftbefehl erlassen. Wir wissen auch, dass es laut Gesetz in Deutschland so ist, dass man sein eigenes Kind, sein leibliches Kind nicht entführen kann, laut Gesetz, sondern nur entziehen. Ist man jetzt im Ausland, warum macht die Staatsanwaltschaft da Entführung draus? Ganz klar. Wegen Entziehung würden sie keinen Haftbefehl bekommen. Keinen europäischen.
Deswegen behaupten die dann mal ganz kurz Entführung, was laut deutschem Gesetz gar nicht geben kann. Im Übrigen, in Belgien ist es Fakt, das steht im Gesetz, dass ein leibliches Elternteil oder Geschwisternteil, also das Kind bzw. Geschwister, nicht entführen kann. Das geht nicht. Du kannst, das ist nicht im Gesetz geregelt. Du, also wenn du verwandt bist, also wie gesagt, ersten Grades, Geschwisterteil, Vater, Mutter, wenn du es mitnimmst, ist es definitiv Entziehung hier. Automatisch vom Gesetz her und keine Entführung. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat einfach behauptet, es sei eine Entführung, ohne dass es dafür die rechtliche Grundlage gibt, damit die Positivliste greift und die Belgier das Kind ausliefern müssen, in Anführungszeichen. Und auch teilweise, und auch einmal mich. Und dich auch. Einmal sogar mich. Ist es nicht so, der Europäische Gerichtshof hat doch entschieden, dass deutsche Staatsanwälte gar nicht als unabhängig gelten und deshalb auch keine Haftbefehle mehr ausstellen können? Ja, sag das mal den Staatsanwälten. Sag das mal den Staatsanwälten. Die werden den Hals rumdrehen, auf Deutsch gesagt, weil die halten sich nicht dran. Ich kenne das auch. Ich habe das auch, diesen Beschluss habe ich auch gedownloadet und alles, diesen Bericht und so. Mir ist das durchaus bekannt, aber sie machen es immer noch. Besonders, wir sind ja grenznah in Eupen. Ich habe zum Beispiel bis Aachen, ich denke mal, das kennst du, habe ich 12 Kilometer. Die Grenze ist, wie gesagt, nicht weit. Wir haben sehr viel mit den Deutschen zu tun, auch juristisch, weil es halt grenznah ist. Ne? Und aber hier, ja, auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Es gibt auch hier Probleme, wenn ich auch der Meinung bin, was Jugendhilfe, Kinderhäuser, Familienjustiz, dass das doch um einiges besser läuft wie in Deutschland. Nicht perfekt, aber viel, viel besser. Weil ich habe jetzt nicht alle Gerichtsbeschlüsse aus Belgien veröffentlicht, ein paar schon. Wie man daraus erkennen kann, in keinem einzigsten Gerichtsbeschluss steht ein Paragraph oder wie man hier sagt, ein Dekret. Weil es hier ganz einfach so ist, dass besonders was Familienrecht angeht und Kinder, wird hier von Fall zu Fall entschieden. Es gibt natürlich gesetzliche Grundlagen, an die sich der Richter halten muss. Er aber nicht immer tut. Nur als Beispiel, als mein Sohn dann hier bei Gericht war, meine Ex-Frau geladen wurde, hatte der Richter ja entschieden, dass er hier bleiben darf. Entgegen dem deutschen Beschluss. Ich hatte ein lebenslanges Kontaktverbot vom Gericht Mönchengladbach mit der Androhung von 5 Jahren Haft oder 250.000 Euro Strafe, wenn ich dagegen verstoßen würde. Ne? So. Mein Sohn saß dann hier, ich war dann auch mit im Gerichtssaal nachher, obwohl das hier, die sind in den Nebenraum gegangen, der aussah wie eine Schulklasse. Der Richter hatte keine Robe an, nichts. Auch der Anwalt nicht. Mein Sohn wurde automatisch kostenlos ein Anwalt zur Seite gestellt, ein belgischer Anwalt, der mit ihm gesprochen hat und hat gesagt, was möchtest du? Kein Verfahrensbeistand wie in Deutschland, der ja vom Gericht der hat direkt einen Anwalt gekriegt. Ausgewählt. Mir hat man einen Anwalt zugeteilt. Dann saß der Jugendgerichtsdienst da. Die Haupterzieherin von dem Zentrum Mosaik, wo er untergebracht war, der Richter. Und wie gesagt, halt auch die Polizei. Und auf jeden Fall meinte mein Sohn dann, er möchte eigentlich bei mir sein und möchte mich besuchen, aber der deutsche Richter hat ja gesagt, er dürfte das nicht. Ich sag, mein Sohn war 13, er hat sich so ausgedrückt, ne? Okay, ich war dabei. Der Herr Freres, der da auch für zuständig war, der Familien- und Jugendrichter hier, nennt sich hier alles anders. Guckte meinen Sohn an und meinte, hör mal, wir sind hier in Belgien, wie du weißt.
Und hier habe ich zu entscheiden, nicht der deutsche Kollege. Und wenn ich dir sage, du darfst deinen Papa besuchen, dann ist das so. Und dann, wir haben ja hier ein komplett anderes, weil ich muss manchmal ein bisschen ausholen, aber okay. Wir haben hier ein anderes Schulsystem. Dadurch, dass er, da ich keine Wohnung hatte, mir erst was suchen musste, weil der Richter wusste auch, dass ich einen Haftbefehl in Deutschland habe, hat aber gesagt, ich kann mich hier frei bewegen, ich habe hier nichts gemacht und ich kann machen, was ich will, kann mir eine Wohnung suchen, Arbeit suchen, wie ich möchte. Auf jeden Fall hat man ihn ja in diesem Kinderhaus untergebracht für, ich glaube, für ein paar Monate war das, war nicht lange, bis ich halt auf die Beine gekommen bin hier in Belgien. Und oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Man hat ihn da untergebracht. Aufgrund des anderen Schulsystems, weil wir hier Ganztagsschule haben, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, durfte ich ihn mittwochs, samstags und sonntags abholen für einige Stunden. Wie gesagt, der deutsche Beschluss davor, lebenslängliches Kontaktverbot. Der belgische Richter, nein. Er hat Ganztagsschule, der hat um 5 Uhr Schule aus, außer mittwochs und am Wochenende, dann können Sie ihn mittwochs holen, samstags und sonntags. Direkt, wenn Sie eine Wohnung haben, eine adäquate Wohnung, wo der auch schlafen kann, melden Sie sich, dann schicke ich die Dame von dem Zentrum Mosaik, die guckt sich das dann an. Und wenn das okay ist, darf der Dennis dann auch übers Wochenende bei ihm bleiben. Das habe ich innerhalb von 6 Wochen geregelt gekriegt. War zwar nur ein Zimmer, aber egal. Ich habe es renoviert, ich habe es gemacht. Ein Bett, Dusche, Toilette, alles da, kleine Kochnische. Die Dame vom Zentrum Mosaik hat sich angeguckt, war sehr begeistert. Weil ich habe das mit Kumpels dann renoviert, die extra aus Deutschland gekommen sind. Und die Dame war mittwochs da, wo der Dennis bei mir war. Die hat von bei mir zu Hause den Richter angerufen, also von ihrem Handy aus. Herr Freres, das ist alles wunderbar, das ist in Ordnung, Sie können das genehmigen. Am Wochenende durfte der schon bei mir bleiben. Also ratzfatz, auf Deutsch gesagt, ne? Was es in Deutschland nicht geben würde. Für sowas würdest du wahrscheinlich Monate brauchen. Ja. Also das ist ja das, was ich damit sagen will. Hier in Belgien läuft es unkomplizierter. Ja. Also jetzt, da eure Tortur, die endete also 2016, da waren schlussendlich alle Kinder dann in Belgien bei dir. Die eine ist noch in Deutschland, wie gesagt, wegen der Ausbildung, hat eine andere Sache. Ne? Aber es geht ja darum, dass die Kinder auch, was die Belgier ja auch gemerkt haben, weil anfangs waren die ein bisschen, was die Deutschen so behaupten, ne, bisschen vorsichtig, verständlich, weil du kennst bestimmt den Fall de Troux hier aus Belgien, da wurden ja sogar Gesetze geändert und alles. Wie gesagt, da waren die ziemlich skeptisch hier in Belgien, weil die wussten ja nicht, lüge ich oder lügt die Staatsanwaltschaft, lügen die Deutschen. Weil ist es so, dass ich hier sehr, sehr viele Freunde bei der Justiz, bei der Polizei und auch in der Politik habe, weil ich selber mittlerweile in der Politik bin und auch mittlerweile meine eigenen angemeldete Kinderrechtsorganisation hier habe in Belgien, wie du weißt wahrscheinlich. Also die ist offiziell angemeldet und alles. Und mittlerweile hat auch die Justiz hier und auch die Polizei und Behörden gemerkt, erst kommt die älteste Tochter, freiwillig. Dann kommt die nächste Tochter und dann kommt noch die nächste Tochter. So nach dem Motto, jetzt fängt es mal an zu rattern, da muss doch was dran sein, was der Herr erzählt. Sonst würden doch nicht alle Kinder nach und nach von sich aus freiwillig zum Vater kommen und keinen Kontakt mehr zur Mutter wünschen. Ich meine, das ist ja wohl auch sehr merkwürdig. Ne? Ich habe jetzt meinen Kampf, der knapp 14 Jahre gedauert hat, ist zu Ende. Ich kann also langsam runterfahren. Aber mache sehr, sehr viele grenzüberschreitende, ja, ich sag mal, Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich hatte letztens, wo ich jetzt keinen Namen nennen möchte, letztens 2 Jahre her, einen jungen Mann. Meine hiesige Hausärztin hat den an mich verwiesen, weil seine Frau seinen Sohn, den die gemeinsam hatten, nach Deutschland entführt hat. Entzogen. Sorry, ich muss sagen entzogen, weil entführen kann es ja nicht. Er hatte 1,5 Jahre keinen Kontakt. Die Staatsanwaltschaft hier, Gericht, die haben alle resigniert und kapituliert, weil die Deutschen so geblockt haben. Und wer hat es geregelt? Ich habe die Mutter ausfindig gemacht, mit dem deutschen Gericht kommuniziert und so weiter und so weiter. Jetzt ist es so, in den Ferien und alle 14 Tage darf er seinen Sohn in Augsburg holen und hat ihn hier bei sich. Die Deutschen haben auch komplett geblockt. Komplett erst. Die wollte nicht sagen, wo die Frau ist mit dem Kind, obwohl die wussten, dass sie geflüchtet ist, ohne Grund. Ist sie einfach abgezischt. Da haben die Deutschen gegenüber den Belgiern, die haben versucht, das zu regeln, die Justiz. Ne? Die haben komplett geblockt. Und das, wie hast du das hinbekommen? Also ich glaube, dass viele, die jetzt das Video schauen, gern wissen würden, wie kann man die deutsche Familienrechtsjustiz zu etwas bekommen? Kann ich erklären. Erstens, ich habe natürlich den Vorteil, ich lebe in Belgien, bin in gewissermaßen geschützt. Die können mir nicht für alles etwas. Man muss sehr viel Mut haben. Man muss den Mund aufmachen. Nicht zu weit. Man muss wirklich wissen, was man sagt. Man muss die unter Druck setzen. Fangen wir an. Am besten wohnt man im Ausland. Beste Voraussetzung. Man schlägt sie mit den eigenen Waffen. Was mögen Richter, Staatsanwälte und Jugendamt nicht Arbeit? Dann setzt man sich hin und macht es so wie ich. Meine Akte ist 64.000 Seiten lang, groß mittlerweile. Die komplette Akte. 64.000 Seiten, das ist nicht gerade wenig, denke ich mal, für einen Sorgerechtsstreit. Mit allem, was drumherum ist. Man fährt komplett parallele Schienen, also synchron. Strafanzeigen, Klagen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc. pp. Man gegen die Justiz und gegen Staatsanwälte, gegen Jugendamt und alle, die irgendwie involviert sind. Ja, aber da bist du ja in Deutschland dann irgendwann der Querulant, weißt? Dann lassen die ja alles liegen. Nein, eben nicht. Sie haben aufgegeben. Sie haben kapituliert. Sorry, wie 45. Ne? Also das heißt, wenn die Strafanträge, Kinder, jetzt Sorgerechtsanträge, Umgangsanträge, wenn die das mal liegen lassen, dann weißt du, die haben kapituliert. Ja, dann sind sie kurz davor. Dann sind sie kurz davor. Weil der Vorteil ist ja auch, dass ich im Ausland lebe, wie du sagst, sie lassen das liegen. Machen die auch oft. Dann gehe ich hin und stelle diese Anträge über die hiesige Justiz im Rahmen des Rechtshilfeersuchen. Wenn sie die liegen lassen, haben sie ein Problem. Da können sie nicht sagen, die sind nicht eingegangen. Wenn das von Belgien zum Beispiel oder auch wenn es aus einem anderen Land, wenn das von der dortigen Justiz kommt, können die nicht sagen, wir machen das nicht, weil es da Fristen gibt. Okay, das geht ja nur, wenn du zum Beispiel ein Vater bist in Belgien, dann... Oder in Holland, England, wie auch immer. Genau. Ne? Aber wenn du jetzt wie ich in Deutschland bist, ja, dann schickst du ja deine Sachen per Fax ans Gericht, dann hast du zumindest den Faxnachweis. Ja? Mehr hast das du nicht. Ich auch immer. Du kannst sie ja nicht unter Druck setzen auf eine andere Art und Weise, wenn die da was ein halbes Jahr liegen lassen. Doch, du musst sie persönlich angreifen, die Richter und die Staatsanwälte. Du musst natürlich den Grund suchen und auch finden, dass du was hast, dass er wirklich einen Fehler gemacht hat. Das ist verdammt viel Arbeit, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich auch durchgemacht. Ich habe ja teilweise wochenlang die Nächte durchgemacht, um rauszufinden, hat der Staatsanwalt, hat das Jugendamt, hat der Richter irgendwo einen klitzekleinen Fehler gemacht? Hat er was gesagt, was er nicht hätte sagen dürfen? Oder wo er gar nicht fachlich befugt zu ist oder sonst was?
Und damit geht man gegen diese Leute vor. Also was ich merke ist, dass die, du hast ja zum Beispiel Familiengericht, dann stellst du da Anträge und wenn es einen Antrag gibt, der denen nicht passt, dann greift die Justizverwaltung ein und schreibt dir dann irgendwas, dass es nicht geht oder erfasst den Antrag gar nicht, ja, gibt ihm kein Aktenzeichen. Also mein Eindruck ist, immer dann, wenn es gefährlich werden kann für die Justiz, greift die Verwaltung ein, ja, und macht irgendwas und dann bist du auf der Verwaltungsebene. Dann musst du gegen die Justizverwaltung vorgehen. Man kann aber Staatsanwalt, Gegenanwalt und auch Richter laut BGB persönlich mit reinziehen. Stimmt, das ist dir bekannt. Ich ziehe diesen Weg vor, dass ich dann gegen die Personen persönlich vorgehe. Nicht gegen als Amtsperson, sondern gegen die persönlich. Womit sie dann auch laut BGB persönlich haftbar sind. Aber wie machst du das? Also du sagst nicht, dass die eine Strafverhandlung im Amt begehen, sondern? Es kommt individuell drauf an. Es kommt wirklich, man muss wirklich gucken, was sagen die, was schreiben die. Am besten geschrieben, dann hat man es ja schwarz auf weiß. Ein Richter ist ein Richter und kein Psychologe zum Beispiel. Wenn dieser dir jetzt irgendwelche Anmerkungen macht, man wäre psychisch krank oder sonst was, hast du ihn schon. Weil diese Anmerkung darf er sich gar nicht erlauben. Er ist Richter, er ist für das Rechtssystem da und nicht für deine psychologische Begutachtung. Das Jugendamt genauso. Das Wort Kindeswohl, sagt dir auch was, ist soweit laut meiner Information nirgends definiert. Also sollen die bitte nicht mit solchen Wörtern rumwerfen. So muss man vorgehen. Man muss denen wirklich den kompletten Wind aus den Segeln nehmen, aber da muss man wirklich immer individuell entscheiden. Was sagt der Richter, was sagen die Staatsanwälte? Kleinste Fehler, wenn das Jugendamt dir verweigert, wenn du mit da bist, wegen einer Besprechung, einem Termin, wie man es auch immer schimpfen mag. Wenn die dir verweigern, eine Abschrift zu geben, ein Protokoll, ein unterschriebenes, hast du schon einen Fehler. So, wenn das die ist Richterin, halt wichtig, man muss halt dann die Gesetze kennen. Und du hast ja gesagt, du hast dich tief eingearbeitet. Und genau das ist das Problem, das habe ich auch gemerkt. Solange du glaubst, ja, der Richter wird ja sich an die Gesetze halten und wird auch meine Rechte achten und so weiter, hast du schon verloren. Weil das ist der größte Fehler. Du darfst nie glauben, dass ein Richter oder Staatsanwalt sich ans Gesetzessystem hält. Geh vom Schlimmsten aus. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, und du bist der nämlich dafür sorgen muss, dass die Gesetze eingehalten werden. Ich tue es auch oft. Ja. Also ich sage jetzt so, die letzten 13 Jahre, ich habe jetzt auch durch meine Organisation, habe ich vielen Leuten geholfen. Die kommen auch viele Leute zu mir, hauptsächlich grenzüberschreitend. Mittlerweile sogar grenzüberschreitend Belgien, Luxemburg, natürlich auch Belgien, Deutschland und sogar Belgien, Holland, wo ich einschreite. Und ich hatte sogar schon Belgien, Österreich. Also viele Leute kommen zu mir. Ich muss mich dann teilweise neu einarbeiten in das System, das ist klar. Aber mittlerweile gibt es alles auf Deutsch. Man muss die Gesetze kennen. Ein wenig. Aber da ist das logische Denken wieder da. Ich brauche das Gesetz nicht zu kennen, um zu wissen, dass wenn auf der Straße jemand ein Kind schlägt, dass das verboten ist. Ich brauche nicht zu wissen, wo das steht, welcher Paragraph das ist. Das weiß man. Das sind so, es gibt natürlich ein paar andere Sachen, die sollte man schon wissen, muss man sich einlesen, ist leider so. Es ist sehr, sehr, sehr viel Stress, sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber, was ich mir vorgenommen habe zu sagen, wie gesagt, ich habe quasi kein Privatleben mehr gehabt, diese 13 Jahre. Mich um die Kinder gekümmert und dann quasi hobbymäßig Jura studiert. Wie gesagt, kein Privatleben mehr. Für nichts Zeit. Es hat sich gelohnt. Und das kann ich nur jedem, ob Vater oder Mutter, raten. Kämpfen, kämpfen, kämpfen.
ich bin auch kein hochstudierter Mensch. Ich habe einen stinknormalen Job gehabt in Deutschland. Und jetzt mache ich der Justiz in Deutschland und in Belgien vor, wie es richtig geht. Also so viel dazu. Es braucht keiner zu kommen und zu sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Und ich bin ja kein Einzelfall. Es gibt doch andere, die so agieren wie ich. Die selber machen alles. Und von solchen Leuten brauchen wir noch eine ganze Menge mehr, um dieses kriminelle und paranoide, kranke System in Deutschland kaputt zu machen, auf Deutsch gesagt. Oder gerade zu biegen. Weil es kann nicht sein, dass so viele Kinder aus der Obhut genommen werden in Deutschland. Es geht sich ja, wie du weißt, wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, ich habe meine eigene Kinderrechtsorganisation. Natürlich aus dem Eigeninteresse, aber ich helfe ja auch anderen damit. Weil das Dumme an der Sache ist ja, dass egal Deutschland, Belgien, Holland, wo auch immer, wer ist das Opfer? Immer das Kind. Deswegen, ich sage, es ist jetzt wirklich nicht, das soll jetzt keine, ich möchte da keinen niedermachen oder schmähen oder wie auch immer. Väteraufbruch für Kinder, ich würde mich nie so nennen. Es gibt welche, die mit den Frauen, und Gott weiß, das würde ich nie machen. Ich habe erstens, in meiner Organisation hat einen neutralen Namen und ich stelle mich grundsätzlich, wo ich auch hinterstehe, nicht als Menschenrechtsorganisation dar, sondern als Kinderrechtsorganisation. Weil es geht sich um die Kinder, nicht um den Vater und um die Mutter. Natürlich haben die auch Rechte. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber um wen geht es sich? Um die Kinder. Die sind Opfer. Die sind, ja, da kann man eigentlich, ich denke mal, du weißt, was ich meine. Und der Rest, die sich das Video angucken werden, wissen wahrscheinlich auch, was ich meine. Mhm. Weil prioritär ist ja so, sind die Rechte des Kindes ganz, ganz oben. Danach kommt das Recht der Mutter, das Recht der Vater und das Recht der Großeltern. Und ich denke mir, dass das denken, ich weiß ja, dass es auch so in der Gesetzgebung, in der über dem deutschen Gesetz stehenden Gesetzgebung geschrieben ist. Die höchste Priorität hat die Bedürfnisse, das leibliche und psychische Wohl des Kindes. Und auch die Bedürfnisse. Ich hatte jetzt letztens hier einen Fall, da will ich keinen Namen oder sonst was nennen. Ging es sich um einen Fünfjährigen, der Kontakt haben sollte zu einem Großelternteil. Der ist hier in Belgien, ja, quasi angehört worden vom Gericht. Der Richter hat eine Sozialuntersuchung angesetzt, so nennt man das hier. Da kam dann eine Sozialassistentin, nicht nur zu den Großeltern, sondern auch zu der Familie, wo das Kind war. Hat mit dem Kind gespielt, mit dem Kleinen. Und dann so spielerisch, ja, was ist denn mit Opa, Oma etc. Ne? Der Kleine hat seine Aussage gesagt. Dann gab es einen schönen Bericht über 10 Seiten. Der ist zu Gericht gegangen. Was macht der Richter? Der Kleine will das so, Punkt aus, ist das so. Der hat gar nicht mehr, der hatte dann bei der Verhandlung gesagt, zu den Eltern, es geht sich nicht um sie, es geht sich um das Kind. Der Kleine war 5. Das würde es in Deutschland niemals geben. Deswegen schätze ich so, dass das belgische Justizsystem, wie gesagt, auch wir haben hier Probleme, auch politische Probleme. Es ist alles nicht Gold, nicht alles Gold, was glänzt. Aber es funktioniert viel, viel besser. Mhm. Auch andere Sachen, auch das Sozialsystem. Viele schimpfen über unser Gesundheitssystem, teilweise auch mit Recht. Aber wenn ich unser Sozialsystem sehe,
Also hier kannst du selbst als Behinderter oder als Rentner relativ gut leben vom Staat. Was sag mal noch den Namen von deiner Kinderrechtsorganisation? Phoenix VOG. Wie der Phoenix, wie der Vogel. Und dann VOG, das ist quasi e.V. in Deutschland. Habt ihr eine Website? Eine Website nicht, ich bin nur bei Facebook vertreten, da mit einer Seite. Da sind auch sehr, sehr, sehr viele Infos. Da sind auch meine Dokumente natürlich. Auch das Video, wo wir bei ProSieben waren und so. Und sehr, sehr viele Infos und Belege für andere Sachen, für Gesetze. Zum Beispiel auch das mit den Staatsanwälten, was du angesprochen hast. Dass die gar nicht berechtigt sind, das findet man dort auch. Das ist hauptsächlich auf Infos aufgebaut. Hauptsächlich. Natürlich auch viele verlinkte Sachen. Nicht nur von mir, sondern auch von ein paar Leuten, die da öfters gucken. Aber meine Webseite, ja, irgendwann mal, sagen wir so. Und haben du und die Kinder jemals Schadens-, Schmerzensgeldforderungen gestellt? Du hast ja, ja quasi 150.000 Euro verloren auf der Flucht, musstest im Auto leben. Ich habe wegen diesem rechtswidrigen Entzug meiner Kinder habe ich damals Schadensersatz eingeklagt auf 3,5 Millionen Euro. Ich erkläre dir gleich, warum. Ich habe gewonnen, allerdings nicht mit dieser Summe. Man hat mir 247.000 Euro zugesprochen. Dieses ist vom OLG Düsseldorf damals 2007 bestätigt worden. Aber glaubt mal nicht, dass ich je einen Cent gesehen habe. Wieso nicht? Da sagt man nichts mehr, ne? Ich tue es jedes halbes Jahr, wie es korrekt ist, tue es anmahnen. Aber und das seit 13 Jahren, weil das ist auch schon lange her. Das war kurz nachdem bestätigt wurde, dass ich meine Kinder nicht entführt hatte, habe ich das eingereicht. Bin damit durchgekommen. Das war dann Ende 2007 oder so war das ja bereits. Ne? Da hat man mir dieses Geld zugesprochen. Aber wie gesagt, ich habe noch nie einen Cent davon gesehen. Also der deutsche Staat nimmt einem unbescholtenen Vater einfach so 4 Kinder weg. 2 Kinder sofort, die anderen 2 später. Ja. Es gibt eine Tortur, psychische Tortur, ja. Vielleicht auch körperliche Misshandlungen über Jahre hinweg. Schlussendlich fliehen die Kinder alle irgendwann zum Vater. Der Vater gewinnt einen Schmerzensgeld, Schadensersatzklage und dann zahlt dieser Staat noch nicht einmal. Nee, aber es ist ja noch viel, viel schlimmer. Zwischendurch, wie gesagt, diese ganze Situation ging ja über Jahre, wie du auch selber weißt. So, von 2007 bis 2016 quasi. So, zwischendurch war es so, dass mein Sohn sich auch bei meiner Mutter versteckt hatte. Meine Mutter damals 100% schwerbehindert. Und 74 Jahre alt. Das Jugendamt, ohne Gerichtsbeschluss, ohne alles, sind bei meiner Mutter in der Wohnung eingedrungen. 3-mal hintereinander, jeden Tag. 3 Tage, 3-mal eingedrungen. Mit Polizei und weiß was. Nicht. Am dritten, ohne Gerichtsbeschluss, ich weiß das. Jetzt kommt der Hammer. Am dritten Tag ist meine Mutter zusammengebrochen. Die Nachbarin hat Notarzt gerufen, weil Polizei war ja schon da. Ich bin dann auch aufgetaucht, weil ich informiert wurde, von der Nachbarin auch, was da los ist. Ich hatte es auch nicht weit. Der Notarzt und die Feuerwehr haben die Polizei des Hauses verwiesen und haben dann mir angeraten, die Polizei und das Jugendamt anzuklagen wegen schwerer Körperverletzung. Was ich auch getan habe.
Es ist im Endeffekt so ausgegangen, dass man den Polizisten, der das unter sich hatte, der für verantwortlich war, dass er suspendiert wurde erstmal und dann frühzeitig pensioniert wurde. Meine Mutter ist gestorben daraufhin. Ne? Muss ich dazu sagen, meine Mutter kam ins Krankenhaus, Schlaganfall. Durch diese ganze Situation hat der Notarzt festgestellt, ist im Krankenhaus 3 Tage später verstorben. Sowas nenne ich schwere vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Wie gesagt, ich bin damit durchgekommen, in den Knast gesteckt hat man den, Entschuldigung, Idioten nie von der Polizei. Und das Jugendamt wurde auch nicht zur Verantwortung gezogen, wo kein Gerichtsbeschluss vorhanden war. Und im Übrigen mein Sohn auch nicht gefunden wurde. Boah. Diese Dokumente stehen aber auch bei Facebook. Wie gesagt, auf der Seite Phoenix VOG wirst du bestimmt finden. Es sind zwar teilweise geschwärzt, aber das sind alles solche Sachen. Und das ist ja nicht normal, sowas. Also sie haben es wirklich. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, warum ich mittlerweile, ist jetzt nicht persönlich gemeint, auch nicht für die anderen Zuschauer, dass ich Deutschland und die Deutschen so hasse. Und ich war seit 8 Jahren habe ich keinen Fuß mehr nach Deutschland gesetzt. Und wenn es sich vermeiden lässt, spreche ich nicht mal mehr Deutsch. Hast du den Eindruck, dass man in Belgien weniger brutal mit Kindern und Familie umgeht als in Deutschland? Ja, definitiv. Weil hier, wie gesagt, in den Gerichtsbeschlüssen stehen selten Paragraphen oder Dekrete. Es wird ja auf das Kind eingegangen. Selbst wenn die relativ jung sind. Auch hier gilt die Regelung ab 12. Kann der Richter sie anhören? Mit 14 muss er sie anhören. Mit 16 muss er das tun, was die Kinder sagen. Das gilt natürlich hier auch. Aber die Richter gehen hier und die Staatsanwälte gehen hier behutsamer vor. Nicht nur, weil sie nicht mit Robung, Gott weiß, was da sitzen, sondern auch, weil sie die Kinder anhören. Ich weiß, der Herr Freres, der Familienrichter hier, der hat meinen Sohn aufgeklärt. Du musst keine Angst haben, ich bin zwar der Richter, aber ich bin ganz lieber und. Und ich höre mir jetzt mal an, was du zu sagen hast und dann sehen wir mal weiter und dann reden wir darüber. Aber es wird dir nichts gegen deinen Willen passieren. Das hat er direkt dargestellt. Und mein Sohn war damals 13. Und das beruhigt ein Kind natürlich. Ein Kind, egal ob jetzt 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, von einem Richter, das ist immer irgendwie einschüchternd. Für das Kind. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Richter hier das sehr, sehr, sehr behutsam versuchen. Also der Herr Freres ist nicht der Einzige. Es gibt auch hier Arschlöcher, braucht man nicht drüber zu reden. Ich hatte auch ein paar Termine in Lüttich, also in Liège, wenn ihr das was sagt, beim Appellationshof. Das ist quasi das OLG in Deutschland. Vielleicht sogar noch eine Etage höher, könnte man sagen. Und den Richter, der wohnt auch hier in Eupen, ich kenne ihn sogar persönlich, selbst dort, wo dann 3 Richter sitzen, die gehen richtig behutsam mit Minderjährigen um. Das habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Die versuchen, sich da rein zu versetzen. Und wie gesagt, wir haben hier ein komplett anderes System, was es in Deutschland wahrscheinlich nie geben würde. Zum Beispiel, wir haben hier den Code Civil von Napoleon noch. Du kannst in Belgien rein rechtlich einem Elternteil nicht das Sorgerecht wegnehmen. Das ist hier im Gesetz nicht vorgesehen. Das soll ja in Deutschland auch kommt, also die Reform des Bundesjustizministeriums sieht es ja vor. Aber hier wird das seit Jahren so gemacht. Hier wird das seit 1800 und schon so gemacht. Belgien besteht seit 1830, wie du weißt. Dieser Code Civil ist von 1830.
einem Elternteil kann man nicht die Sorge absprechen. Im Zweifelsfall kriegt ein Elternteil das Kind und hier nennt es sich Hauptbeherbergungsrecht. In Deutschland der Aufenthaltsbestimmungsrecht. Dann bekommt ein Elternteil dieses Hauptbeherbergungsrecht. Aber das Sorgerecht, und es bleiben beide Elternteile, haben immer über alles zu entscheiden. Jetzt muss ich dazu sagen, nicht nur, dass das seit 1830 so hier ist, also hing Deutschland 200 Jahre ungefähr hinterher. Fakt ist auch, dass im Zweifelsfall, besonders im Fall Marc Dutroux, der so viel Aufwirbel gemacht hat in den 80er, 90ern hier, das Gesetz kann schon, lässt zu, dass man einer solchen Person das Sorgerecht wegnimmt. Aber es ist hier so, dass 97% der Eltern das geteilte Sorgerecht erhalten. So, und dann noch eine andere Sache, was in Deutschland auch gang und gäbe ist, hier leider auch, aber anders gehandhabt wird von der Staatsanwaltschaft. Wenn du als ein Elternteil den Umgang blockierst oder boykottierst, grundlos, kannst du hier nicht nur eine immense Geldstrafe bekommen, du kannst sogar ein halbes Jahr im Knast gehen. Das gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland nicht, dass man dafür inhaftiert wird. Nein, das ist nicht strafbar. Wir kommen langsam so an die Grenze unserer Zeit oder meiner Zeit zumindest. Ja. Haben deine Kinder denn Schmerzensgeldklagen eingereicht? Nein, die sind froh, dass sie weg sind von Deutschland, auch von Deutschland und von der Mutter. Die sind alle mehr oder weniger glücklich, dass sie zu mir gekommen sind. Haben mittlerweile alle ihr eigenes Leben und Arbeit, Hochzeit, Schule, wie auch immer. Meine kleinste Tochter studiert zum Beispiel jetzt hier in Belgien. Mein Sohn hat seine Arbeit. Meine andere Tochter ist ja verheiratet. Und sie leben eigentlich glücklich und wollen, wenn möglich, alles hinter sich lassen. Und ich dränge meine Kinder, auch wenn die mittlerweile alle volljährig sind, dränge ich sie auch zu so etwas nicht. Wenn meine Kinder der Meinung sind, sie müssten eine Schadensersatzklage einreichen, können die gerne zu mir kommen, unterstütze ich sie. Aber ich werde da nicht jetzt hingehen und sagen, wollt ihr das, kommt, ihr müsst das oder sonst was. Ich denke mal, aufgrund, dass wir eine Art Präzedenzfall sind, Entschuldigung für meine Wortwahl, haben die genug Scheiße durchgemacht und sollen in Ruhe und friedlich ihr Leben genießen. Was ja heutzutage sowieso nicht so einfach ist, auch in Belgien nicht. Was ist denn mit den verantwortlichen Personen auf deutscher Seite, also Jugendamt, Familiengerichte? Wo ist diese Frau Ernst, glaube ich, heißt sie, ist die immer noch tätig am Jugendamt? Sie war einige Zeit danach noch tätig, ja. Ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr darum gekümmert, aber so 3-4 Jahre, nachdem das passiert ist, war sie noch tätig. Wie gesagt, der Einzige, wovon ich weiß, dass sich da was getan hat, ist der Polizist, dass er suspendiert wurde und dass er dann frühzeitig in Rente geschickt wurde, obwohl das ja auch keine Strafe ist, sondern eher eine Belohnung. Ne? Mhm. Ich weiß, dass viele Ärger bekommen haben, aber ernsthafte Folgen, keiner. Und alles fing mit dieser einen Jugendamtsmitarbeiterin an, die... Ja. Aus welchem Grund denkst du denn dieses, wie man ja sagen muss, falsche, lügnerische Attest sich hat geben? Kann ich dir sagen, wo ich hundertprozentig von überzeugt bin. Ich kann es nicht beweisen, aber ich erkläre es jetzt mal. Meine Ex-Frau war selber ein schwieriges Kind, wie man so schön sagt. Die Eltern haben sie rausgeschmissen und so weiter und so fort. Die Frau Ernst war für meine Ex-Frau als Jugendliche schon zuständig. Die Frau Ernst hat meine Ex-Frau dann 2 Jahre in den Agnes-Stift in Bonn
Nonnenkinderheim, Kloster, gesteckt. Weil meine Ex-Frau angeblich mit ihren Eltern nicht klarkam. Lass mal dahingestellt sein. Und ich gehe davon aus, dass diese Dame versucht hat, etwas gut zu machen bei meiner Ex-Frau. So nach dem Motto, ich habe dich damals ins Kinderheim gesteckt. Irgendwo weiß ich, dass ich Mist gemacht habe. Dafür kriegst du jetzt deine Kinder. Ob es korrekt ist oder nicht. Ach, die Idee war, dir die Kinder wegzunehmen, sie zeitweise ins Heim zu stecken und dann wieder der Mutter zuzuführen. Ja, was ja auch passiert ist teilweise. Den konnten sie nicht, weil er immer geflüchtet ist. Der hat sich unter Druck setzen lassen, ist dann zurückgeführt worden, obwohl es ein Gutachten gab. Nein. Die zwei kleinen Kinder waren, die zu anderen waren zu klein, ne? Mit 4,5 und 9. Und ich bestehe nicht alleine da mit dieser Meinung. Der Diplompädagoge Horst Schmeil und Erziehungswissenschaftler, damals Berlin, heutzutage Güstrow, der ist auch der Meinung, der evangelische Pfarrer aus Deutschland von Altenhofen auch, mein Anwalt war auch der Meinung. Hat es auch so gesehen. Wenn ich mal unser Gespräch versuche zusammenzufassen, würdest du sagen, man muss sich gegen diese dunklen Seiten von Menschen, die du da erlebt hast, beim Jugendamt, Familiengericht und so weiter, muss man sich gegen die mit dem Gesetz, das zur Verfügung steht, wehren und funktioniert es mit diesem Gesetz? Ja, man sollte sich, was ich immer wieder bemängel, es gibt so viele Organisationen, die versuchen, Kinder irgendwie in solchen Situationen beschützen, helfen etc. Jede Situation hat eine andere, jede Organisation hat eine andere Herangehensweise. Wir müssten uns alle, auch wenn wir alle einzelne Organisationen sind, zusammentun, an einem Strang ziehen und einfach, ich drücke es jetzt mal auf ganz gewöhnliche Art aus, so nach dem Motto, bis hierhin und keinen Millimeter weiter. Und zwar alle zusammen. Nicht, dass der eine sagt, ja, das geht aber so nicht und das geht so nicht und das sehe ich anders. Wir haben doch alle dasselbe Ziel. Wir wollen es für unsere Kinder verbessern, das System. Warum müssen sich die ganzen Organisationen gegeneinander bekriegen? Also, wir sollten alle an einem Strang ziehen. Und zwar auf gesetzliche Art und Weise, auf rechtliche Art und Weise. Wenn wir mit dem Knüppel und mit Waffen rangehen, bringt uns das gar nichts. Mit Recht, behaupte ich mal. Sondern wir müssen schon in einer gewissen Art und Weise, wenn auch sehr dreist und wahrscheinlich auch, wie ich mal zu sagen pflege, so mit einem kleinen C vielleicht im Strafrechtlichen, ne? So in der Grauzone. Auf diese Ebene müssen wir uns begeben und Druck ausüben. Wenn der eine Verein Druck ausübt und der andere und der nächste und sich dann auch noch gegenseitig widersprechen, bringt das gar nichts. Es gibt keine Ahnung, wie viele Vereine gibt es? 150 in Deutschland. Ja, und du hast halt auch Vereine, die, zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang auf Freifam nicht die Namen von Richtern oder Jugendamtsmitarbeitern genannt. Mittlerweile tue ich's, ja, weil ich merke, die Leute reagieren nicht. Das ist denen völlig egal. Erst wenn du sie in die Öffentlichkeit bringst und ihren Namen nennst und sie persönlich verantwortlich machst für das, was sie tun, dann passiert etwas, dann werden sie erst vorsichtig. Aber es gibt eben viele Vereine, die dann da sagen, ah, das macht man nicht, das sei ein Feldzug gegen diesen Richter oder gegen diese Jugendamtsmitarbeiterin. Und da ist dann so dieses, habe ich den Eindruck, ja, dieses Obrigkeitsdenken wieder da. Ja, du musst doch Respekt zeigen, indem du die Leute nicht in die Öffentlichkeit zerrst. Respekt zeigen, ich sage das jetzt mal ganz dreist. Für mich sind, es gibt auch gute Jugendämter. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne sogar auch zumindest ein gutes Jugendamt in Deutschland.
Man darf sie, wie gesagt, nicht alle über einen Kamm scheren. Aber man muss die Leute wirklich, die Namen, die, wenn es an der Staatsanwalt von da und da oder der Richter, das Jugendamt, das Jugendamt, man muss sie nennen. Warum? Und das mit allen quasi. Damit die Bevölkerung darauf aufmerksam wird, dass es kein Einzelfall ist. Bei mir hieß es lange kein Einzelfall, kein Einzelfall, kein Einzelfall. Ich habe eine Liste, wo auch so, teilweise so extrem ist wie bei mir, von weit über 1000 Fällen aus 5 Jahren. Mhm. Also das hat nichts mit Einzelfall zu tun. Ein Einzelfall sehe ich was anderes. Mhm. Das ist, wenn er einmal auf 10 Jahre vorkommt. Wie gesagt, das sind auch nur Menschen beim Jugendamt, auch bei der Polizei, auch die Richter und Staatsanwälte, das sind nur Menschen. Aber es sind meistens leider korrupte, arrogante und schizophrene Arschlöcher. Entschuldigung, so sehe ich das. Weil die nicht bereit sind, weil es hätte wahrscheinlich kein Mensch ein Problem damit, wenn ein Richter, Staatsanwalt oder ein Jugendamtmitarbeiter oder ein Oberbürgermeister, auch in der Politik, da gilt dasselbe für, es hätte keiner ein Problem damit, weil alle wissen, dass es Menschen sind, wenn die einen Fehler machen, ihn zugeben und ihn korrigieren. Genau da hängt der Haken. Das tun die nämlich nicht. Das tut kein Richter, das tut kein Staatsanwalt, das tut kein Politiker, kein Polizist, kein Mitarbeiter vom Jugendamt und schon mal gar nicht Gutachter. Und das ist das Problem, weil die sind, es sind alles Menschen und die meisten von uns, behaupte ich jetzt mal, haben Verständnis dafür, dass es Menschen sind und Menschen machen nun mal Fehler. Auch in diesen Positionen. Aber warum sind die nicht so korrekt, korrigieren das, sondern der ist es schuld, ach, das stimmt nicht. Man wird als Verschwörungstheoretiker hingestellt, man wird als Querulant hingestellt, etc. pp. Immer alles auf die anderen. Naja, du hast ja dein Schadensschmerzensgeldklage hast du ja gewonnen. Von daher hast du ja recht gehabt. Du bist ja kein Verschwörungstheoretiker. Und ja, ich habe ja auch wieder freigesprochen worden, was die Entziehung angeht. Ne? Ja, und Haftbefehl ist wahrscheinlich auch nicht mehr aktuell. Nee, es ist soweit alles erledigt. Okay, das heißt, viel Rauch um nichts, deine Mutter ist gestorben, deine 4 Kinder waren jahrelang im Heim, waren ja bei der Mutter psychisch misshandelt, körperlich wahrscheinlich im Heim. Viel Rauch um nichts, viele Geschädigte, auch ein toter Mensch, du inklusive, ja, genau. Du hast Geld verloren, Nerven verloren, Zeit verloren, du hast das Beste daraus gemacht, du hast gelernt, ja, hast Jura studiert nebenher, sagst du, dadurch ja, kannst du jetzt anderen helfen. Ne? Ja, also das ist ja auch... Du hast ja einen Sinn aus dem Ganzen gezogen, weil du kannst anderen ja damit helfen, mit dem, was du gelernt hast auf dem Weg. Was ich auch gerne tue. Also bei mir kann sich wirklich jeder melden. Allerdings, wie gesagt, wir sind ein sehr, sehr, sehr kleiner Verein. Wir übernehmen hauptsächlich Hilfe zur Selbsthilfe. Hm. Aber ich denke immer, das ist schon ein großer Schritt. Weil die meisten Leute, wie du sagst, kennen sich nicht aus. Hast du eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann? Ja, das ist auch Phoenix und dann VOG. @gmail.com. Okay, ich packe das alles in den Kommentar. Ja, Phoenix in dem Fall wohl mit OE geschrieben und nicht mit Ö. Also PHOENIX. Ja, und dann VOG direkt dran, @gmail.com. Okay, alles klar. Weil der Verein selber wird mit Ö geschrieben, aber E-Mail geht ja nicht. Ne? Okay, jetzt noch mal eine letzte Frage. Wie kommst du an das Schmerzensgeld ran? Musst du wieder den belgischen König kontaktieren? Werde ich wohl demnächst in Anspruch nehmen, obwohl, ich sage jetzt mal, Geld kann nie schaden, Geld kann man nie genug haben, aber ich komme gut klar, weil ich hier eine relativ gute Behindertenrente habe. Ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Aber wenn ich es natürlich bekommen würde, würde ich es natürlich an meine Kinder verteilen. Das Gröbste. Hm. Damit die was davon haben. Weil ich bin jetzt 51, habe eigentlich alles, was ich benötige und bin glücklich und zufrieden, weil ich halt einfach Kontakt zu meinen Kindern habe. Was für mich das Wichtigste ist, habe mir hier einen Freundesstamm aufgebaut,
Bekanntenstamm, habe Justiz, Politik, Polizei etc. haben doch relativ Respekt vor mir. Nicht nur, weil ich so lange gekämpft habe, sondern weil ich auch nicht aufgegeben habe und sich auch herausgestellt hat, dass nicht ich der Böse bin, sondern die Deutsch, das deutsche Jugendamt und Justiz. Und wie gesagt, ich werde es weiter versuchen mit dem Geld. Leider kann ich nicht mit Knüppel rübergehen, werde ich auch nicht tun. Ich versuche es auf andere Art und Weise. Vielleicht gelingt es mir, damit zumindest meine Kinder was davon haben, im Endeffekt. Mhm. Weil ich habe den Kampf, der mir, wie du sagst, sehr viel Nerven und auch teilweise meine Freiheit gekostet hat. Weil ich war ja 6 Mal insgesamt in U-Haft, bin immer freigesprochen worden. Und wegen dieser ganzen Sache. Ja, ich bin glücklich, dass ich meine Kinder habe. Und wenn ich das Geld kriegen sollte, bekommen meine Kinder das, wird das aufgeteilt. Kleinigkeit werde ich mir auch kaufen, klar. Wird wahrscheinlich jeder tun. Aber ich denke mal, im Größten und Ganzen kriegen alles meine Kinder dann. Weil ich habe andere Prioritäten. Ich habe 13 Jahre, ungefähr 13, 14 Jahre gekämpft. Erfolgreich gewonnen. Meine Nerven sind noch da. Ich glaube, die kriegt man nicht mehr kaputt. Ich lebe noch. Das mit meinem kaputten Rücken hat nichts mit dieser ganzen Situation zu tun. Das ist eine andere Sache. Wie gesagt, den Stress habe ich überlebt. Das ist natürlich sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und es muss jeder Fall individuell bearbeitet werden. Aber was ich auch sagen möchte, Flucht hin und her. Eine Flucht ins Ausland. Sorry, das möchte ich wirklich darauf hinweisen. Macht das nur, wenn ihr richtig Geld in der Tasche habt. Ansonsten habt ihr keine Chance. Weil ihr könnt euch da nicht anmelden anfangs. Ihr wisst nicht, ob das Ausland eure Argumentationen annimmt und euch schützt. Bei mir war das der Fall. Ich wurde geschützt, teilweise hier vom Gericht, weil er meine Argumentation angenommen hatte. Das muss aber nicht bei jedem der Fall sein. Das kommt immer individuell darauf an. Das muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden. Also seid vorsichtig, wenn ihr ins Ausland abhaut. Und wenn, müsst ihr richtig Geld haben, ihr müsst minutiös alles planen. Wenn ihr dann noch Familie in Deutschland habt und die geht ins Ausland, Kontakt vergesst erstmal. Die kommen dahinter. Entschuldigung, ist kein Corona. Also, weil telefonieren, Handyorten etc., PC-Orten, kennt ihr alles. Das ist einfacher, als ihr glaubt. Das kann ich sogar. Also wie gesagt, ihr müsst sehr, sehr vorsichtig sein. Ich empfehle allen, den juristischen Weg zu wählen. So schwer es auch fällt. So weh das auch im Herzen tut. Weil die ganze schön Scheiße hat richtig viele Narben auf meinem Herz hinterlassen. Und ich denke mal, das werden Leute, die in einer ähnlichen Situation sind oder in derselben, genauso sehen. Wie gesagt, ich bin gerne bereit, soweit das in meiner Macht steht, jedem zu helfen. Wie gesagt, cool. Sehr kleiner Verein. Ich kann nicht alles machen. Und wir müssen auf jeden Fall das System in Deutschland ändern. Wir müssen gemeinsam dagegen vorgehen. Weil das ist der ganz wichtige Punkt. Sonst wird sich nichts ändern. Das ist das Problem. Die ganzen Vereine, ob Väter, ob Buch für Kinder, ob Asche Viva kommen, ob Freifarm oder wie auch alle. Selbst ich mit meinem Verein. Und nun, wie gesagt, gibt ja auch noch ganz andere Vereine, ne? Zusammen an einem Strang ziehen. Wie gesagt, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen das System zum Positiven für unsere Kinder verändern. Und da müssen wir zusammenhalten. Auch wenn wir teilweise kleine unterschiedliche Meinungen haben.
lasst uns die vergessen. Lasst uns an einen Strang ziehen. Und auch, wie gesagt, ich bin bereit, mit allen Vereinen zusammenzuarbeiten. Sowieso. Und ich bin auch bereit, wenn jemand nach hier kommen will für ein persönliches Gespräch, Olpen ist relativ einfach zu finden. Terminabsprache, kein Problem. Ihr müsst nur nach hier kommen, dann setze ich mich gerne den ganzen Nachmittag mit irgendwelchen Leuten zusammen und berate die, was man machen kann juristisch. Und schreibe vielleicht auch sogar ein paar Briefe, so ist das nicht. Aber wir müssen wirklich zusammenhalten. Und ich denke mal, das siehst du genauso. Weil du willst ja auch das System verändern. Weil wenn wir unseren Kindern helfen wollen, müssen wir das System verändern in Deutschland. Ja, sehr richtig. Super, Franz. Ganz herzlichen Dank für dieses erschütternde, also ihr habt ja echt Extremes erlebt, erschütternde Interview und auch für die Tipps und dass du durchgehalten hast, auch an dieser Stelle großen Respekt für deine Kinder. Ich glaube, ja, im Gegensatz zu den Richtern und Jugendämtern haben die den Respekt verdient, weil sie haben im Grunde den Job gemacht, den eigentlich das Jugendamt und die Richter in Deutschland hätten machen lassen, die sie völlig im Stich gelassen haben. Deshalb alles Gute für euch alle von mir und danke nochmal, dass du hier warst im Video. Gesandro, ich habe zu danken für dieses interessante Interview und wünsche allen, dass sie durchhalten. Super, okay, Sandro. Dankeschön. Ciao. Ciao, bis dann.